Ja, wie gewöhnt, also die Woche, ich denke nach dem Spiel gegen Trier, haben wir uns seit Dienstag wieder im Training befunden. Und ja, zuerst das Spiel gegen Trier, glaube ich, hat jeder gesehen, haben wir zwei verschiedene Halbzeiten gespielt. Und ich kann nur die Jungs sagen, das war eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit. Ja, ich wünsche mir nur, dass man halt die nächste Spiele halt nicht immer wieder dieser zwei verschiedenen Halbzeitspiele wie in Hoffenheim und jetzt gegen Trier, dass man halt die ganzen 90 Minuten halt konzentriert bleiben, Moral zeigen. Und von daher Kompliment. Ansonsten die Woche haben wir uns gut vorbereitet. Heute noch letztes Spiel gegen Neckarless. Wollen wir morgen dahin fahren und versuchen, dort die 3 Punkte zu holen. Dass dann nicht einfach wird, das ist klar. Trotz die ja, Ergebnis, was die Gegner da erzählt haben, aber das spielt ja keine Rolle. Ich denke, jedes Wochenende ist ein anderes Spiel, fängt das Spiel 50-50 an. Von daher, wir werden uns da gut vorbereitet, dass wir halt da die nötige Leistung bringen und dann die 3 Punkte halt nach Hause mitzunehmen. Wie sieht es personell vorm Spiel aus? Jan Fieser musste sich unter der Woche zumindest abmelden. Wie ist der aktuelle Stand? Kevin Behrens musst du auch ersetzen. Er fehlt gelb gesperrt. Ja, das ist so. Jan hat sich letzte Woche ja, krank gemeldet, war in München und dann von Ergebnis her anscheinend darf er nichts machen bis Ende nächste Woche. Und dann das ist okay und der macht seine Reha und ja, sonst wäre ich sehr gesperrt. Nur noch 5. gelbe Karte, das ist halt schade, weil momentan ist er sehr, sehr gut drauf, denke ich mal, und der wäre uns morgen fehl. Aber wie ich immer sage, wir haben eine große Kader, wenn einer nicht da ist, dann springt der nächste. Und ich denke, bis jetzt, die hinten stehen oder die immer reingekommen sind, haben die versucht, ihre Leistung zu bringen. Also ich kann keiner da rausholen, der ja, reingekommen ist oder schlecht gespielt hat. Von daher, klar, die zwei wären uns fehl. Drei, Luca Kiefer, der auch noch gesperrt ist und ein anderer, der nur verletzt sind. Aber wir haben über 19, 20, 21 gesunde Spieler und die werden es am Morgen dann voll Vertrauen geben, wenn die von Anfang an spielen, dass die halt ihre Leistung bringen. Positive Meldungen in Sachen Personal. Ali Hahn konnte die Woche nochmal einsteigen. Wie waren da die ersten Eindrücke im Training? Guter Eindruck. Also, der hat gestern voll mit trainieren. Ja, das freut uns. Ich denke, mit unserer U21-Regelung oder U23-Regelung, das ist auch eine Erleichterung für uns. Also, morgen werden wir sehen, entweder Ali oder Ivan werden wir einer von beiden mitnehmen. Aber das ist schon gut, dass er wieder da ist, dass er wieder freut sich, bei der Mannschaft zu sein. Und das haben wir an ihm das gemerkt. Aber ansonsten, ja. Ja, das ist klar, dass wir da natürlich versuchen zu gewinnen, wie jedes Spiel. Wir wissen, dass der Platz wahrscheinlich nicht so gut sein wird. Das heißt, großartig Fußball spielen wird schwer. Das heißt, erstmal müssen wir über die Zweikämpfe kommen, Zweikämpfe annehmen und dann so ins Spiel kommen. Und wie du schon gesagt hast, die werden uns nichts schenken und deswegen ja, wollen wir ganz klar gewinnen. Ja gut, das erste Jahr bin ich hierher gekommen, habe mich dann direkt in der Vorbereitung, Ende der Vorbereitung habe ich mich verletzt, war dann knapp 7 Monate, glaube ich, mehr als 7 Monate war ich dann weg gewesen. Das heißt, es hat schon mal nicht so gut angefangen. Ich muss sagen, jetzt im zweiten Jahr habe ich mich eingelebt, bin besser reingekommen, war relativ oft mit der Nationalmannschaft weg, das war auch so ein bisschen das Problem gewesen. Aber muss sagen, eigentlich positiv. Kann weitergehen jetzt.